ihn auf Tarzan hier. Boah, du filmst dich einfach selbst. So wie so Selfie-mäßig. Und hinter dir passiert halt sowas. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Rauchst du? Schade ich auch nicht. Schade. Ich auch nicht. Der erste Schritt auf dem Mond. Beobachten in Wild-Niklas. In seiner freien Wildbahn. Was? Beobachten in Wild-Niklas in seiner freien Laufbahn. Bei den alltäglichen Chefsuchen. Ich will Politiker werden. Ich würde mich gerne. Keine Ahnung. Die roten Maske rutscht. Sehr gut. Ich würde mich gerne in die Ostsee werfen. Willst du nicht die Liebe in Aske haben? Nein. Warum nicht? Du siehst ganz normal aus. Ich ja. Was soll's? Nimmst du was auf? Ja. Okay, gut. Ist so.
Nein! Hilfe! Ich hab, wie gesagt, meine Entschuldigung, also ich hab heute Nacht gesehen. Was darf das? Oh nein, ich mach mal. Soll ich wieder, warte mal, ich mach nochmal so los. Auf. Gut, dass ich es gesagt habe, sonst hättet ihr nicht angefangen. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Was halt die wieder von Böden gemacht? Nochmal. Was halten Sie von Regen gemacht? Das weiß ich nicht, aber ich finde es lustig, weil man kann sich nicht seine eigenen Wimpern angucken. Ja. Ich hab mir früher immer meine Augen. Okay, Mara, die kannst du aber halten oder so. Einfach zu tragen irgendwo. Oder so, keine Ahnung. Nimmst du was auf? Ein Regenwurm ist ein Tier. Herausgefallen aus einem Bilderbuch. Oder aus einem Bilderbuch hat ausgefallen. Oder wie auch immer. Schnell, heb ihn auf! Ich hab Hunger! Ach so, Salz. So trocken schmecken sie doch nicht. Ja. Du könntest etwas sagen. Ach so. Ich hab's vollkommen vergessen. Ich würde mich echt gern in die Ostsee werfen oder ein Schwertfisch werden in Sibirien. Hast du Salz? Wenn du im Mund hast, dann darfst du erst sagen. Von deinem Opa oder so? Von meinem Vater. Mein Vater hat so ein Wolldingens. Auch Ursa. Sie sieht so aus wie ein Lehrer. Was? Das ist ein Riesenschulter. Gut, oder? Warum genau habe ich nochmal die Jacke an? Ja. Diese Pflanze hier ist gut. Oder? Ja. Filmst du? Nein. Ja, hast du Salz? So trocken, schmecken sie doch nicht. Ich würde mich gern in die Ostsee werfen oder ein Schwertfisch werden in Sibirien und öffnen. Irgendwo unauffällig. Und irgendwo. Na, ist halt nicht klein, oder? Erfrieren. Die irgendwo aufgestellt, mitten auf dem. Nein, da war ein Wort, das ist unauffällig. Irgendwo. Unauffällig.
erfrieren im Winter. Dann später. Dann gefunden später werden. Gefunden werden und ausgestellt auf dem roten Platz. Mitten auf dem roten, mitten auf dem roten Platz. Meine Hand ist eiskalt. Manche Tiere. Also, manche Tiere wollen gefressen werden. Dann macht es doch keinen Spaß mehr. Was? Das? Ja, genau. Das wäre ja wie Kokosmilch oben drauf. What are you doing? Ah. Ich hab Spaß. Okay. Was hältst du von Regenwürmern? Ein Regenwurm ist ein Tier. Aus einem Bilderbuch heraus. Wolltet ihr nicht eigentlich hier reingehen? Was? Wolltet ihr nicht hier reingehen? Doch. Okay. Ja, wir müssen meinen Text aufmachen. Manche Tiere wollen halt gegessen werden. Nix. Nicht so wichtig. Sagst du denn auch was? Weiß ich nicht, nein. Warum? Warum sollte ich? Damit wir wissen, wo wir anfangen können. Ach so. Irgendwas kleiner Junge habe ich einfach den ganzen Tag kaum gekaut, um mit Flügen fangen zu können. Ich nicht viel mehr konnten. Ja, stimmt. Das ist gewohnt, oder? Ja. Ich würde mich gern in die Ostsee werfen. Oder. Oder ein Schwertfisch werden in Sibirien. Irgendwo unauffällig erfrieren im Winter. Dann später. Dann später gefunden werden und ausgestellt mitten auf dem roten Platz. Und hier sollten wir sowas einfügen. Jetzt, es nimmt auf. Okay. Warte, ich brauche noch eine Bühne. Hier, das ist los. Wunderbar. Moskau, Moskau. Russland ist ein schönes Land, oder? Wie geht das? Kennt ihr das? Wisst ihr, wie das geht? Ich hab keine Ahnung, wie es geht. Warte, oh, okay, kennt ihr wie die tanzen? Ja. Oh, Moskau, Russland, dann fällt es lang. Verdammt. Nee, aber so ähnlich. Das kann eine Weile dauern. Thank you.
Warte. Das ist so richtig trashig und das finde ich gut. Es gibt ja auch die Trasher. Nimmst du schon was auf? Nee, nee. Okay. Ich mach das nur so aus Spaß hier. Oh, das juckt. Oh ja, das ist durchaus. Das ist durchaus ein Streit. Toll. Hört auf, euch so unseriös zu verhalten. Ihr seid Schauspieler. Verdammt. Alter, was machst du? Steht voll auf dem Boden. Probierst eine Blase zu machen. Da steht so ein Typ mit einer Kette und der Kamera. Und sieht dich, wie du versuchst, eine Blase zu machen. Mir steht, wo du jetzt irgendwie besser als die. Schwerkraft. Warum auch nicht? Das ist jetzt auch nicht so eine Alltagsskill, also. Aber ich fand ein paar Nahaufnahmen lustig, also wenn er die ganzen so, Ringe mal im Mund hat. Brauchen wir aber mehr davon, oder? Sonst ist es so, oder ist es komisch, wenn du, nee, eigentlich nicht, bei dir ist ja sowieso nichts komisch. Nein. Was ist komisch? Nichts ist komisch. Die Frage ist komisch. Was war denn? Ich war der Meinung, dass wenn wir eine Detailaufnahme machen, wie du die Regenwürmer in deinen Mund stopfst, ja, wir mehr Detailaufnahmen brauchen generell. Weil das sonst so stilbrüchig ist, aber dann dachte ich mir, ah, never mind, ich drehe mit dir einen Film. Aber du kannst ja nicht noch eine Aufnahme machen, irgendwie so wie er da hochklettert oder sowas. Wie ich mich da runterkomme. Ich fände es sehr cool, wenn wir als Gartenbildchen hätten, dass du dort unten bist und ich da oben bin. Ich habe einen kleinen Bach, hatten wir einen Garten. Und da hatten wir Sonnenblumen dran. Und wenn die Sonnenblumen alt waren, sind die umgekippt und da war der Stiel, war außen hart und innen weicher Schaum drin. Die haben wir dann ins Feuer gehalten und dann da reingezogen. Ah. Ultra widerlich. Ah. Oh. Ah. Was tut dir für Dinge? Nein, das ist doch falsch. Die sind mega hart. Das ist so lange liegen müssen. Ja. Ich hab Angst um meine Haare. Die bleiben schon dran, keine Ahnung, die laufen nicht weg. Hier ist noch ein Kind da. Nimm mal, das ist das Unbild, was mir vor. Ich mein. Ich bin kein Sekretär, ich laufe noch extra und Dinge aufzunehmen. Du bist aber Kameramann gewesen. Ja, das ist kein Sekretär. Ja, du hast alles kaputt gemacht, ja. Fällt jetzt alles raus. Soll ich mir wirklich alles nur auf einmal im Mund stecken? Nee. Folge deiner Intuition. Drei auf einmal, das reicht.
meine Hände so kalt und auf. Erinnert mich so ein bisschen an Andy Warhol, oder? er hat halt auch so ein paar extreme Filme gemacht. Warum filmst du die alle rein? Also, okay, oder? Du hast gerade gesagt, es ist komisch, ist okay, wenn es komisch ist. Bist du von dir Film oder von... Weiß ich nicht. Dann läufst du einfach irgendwie rum, oder? Ich glaube, ich mach die Maske. Kann euch auf die Kamera zuwerfen und ihr filmt euch selber dann zwischendrin. Auch gut. Als Cheerleader sein. Ich hab hier deine Werkzeuge schon. Natürlich, der muss andere Leute anführen und nicht denen irgendwelche Äste ins Gesicht stecken. Ja. Stell dir das voll eklig vor. Mann. Ja. Oh, na toll. Das ist wahrscheinlich damit toll. Na toll. Ich dachte, das ist eine größere Kaugummiblase. Ja, kriegt man aber nicht so gut hin. Hm. Richtig so bäh. Ich hab meinen Bruder letztens bekommen. Okay. Ich glaube, dafür ist nicht richtig gekommen. Und dafür brauchst du diesen Huber. Ne, wie heißt der? Huber Buber? Doch, ist das der? Der pinke in Rollen? Ja. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Den kenne ich doch. Gibt's den noch? Gibt's den noch? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Wir hatten vor einem halben Jahr jetzt von dem Rolle. Halt stopp. Lass mal die Brille, weil ich voll. Habt ihr mal mitgemacht? Einmal. Sicher? Ja. Komisch. Weißt du doch, oder? Nee. Vielleicht hast du es auch nicht eingeschickt, aber du hast es doch. Den Text habe ich auch verloren. Den fand ich echt ganz witzig. Jedenfalls bin ich von den 600 Leuten da, zu den 32 Leuten, bei den 35 Leuten gewesen, die eingeladen wurden da zu der Workshop-Woche. Ja. Yeah. Okay, aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Was? Ich weiß nicht, was das macht. Das macht was das für ein Workshop? Schreiben? Ja. Das ist die Sommerliteraturwoche. Ja. Yeah. Ne Mann. Erde. Ich glaube, ich bin wirklich einfach müde. Wer weiß, was denn deine Mutter heute im Schlaf eingetrichtert hat. Das ist nicht gekommen. Der Akku ist auch langsam nicht mehr so. Ich habe noch drei. Hm. Deine Brille hat jetzt Haare. Fuck. Das war schon nicht schlecht. Ich habe auch Haare. Funktioniert nicht, Was für Momente? Intimste Momente.
steht. Wenn wir es einfach veröffentlichen, dann ist es immer irgendwo im Internet. Ist auch so. Scheiße. In Zukunft der Chef sucht dann nach Mara. Du willst irgendwann bei einer Bank arbeiten und da findet dann so einen Film, wo du irgendwo im Waldboden auf dem Boden liegst und Kaugummi-Blasen machst. Der lässt sich. Mach, was du nicht hinkriegst. Der ruft gleich bei der Psychiatrie an, sagen Sie mal, wir haben einen Sonderfall. Das ist nicht normal. Ja, also Pokerface, und wenn man nicht redet, dann fängt er an zu grinsen. Dort hinten sind Mensch. Kommen die hierher? Nein, ich glaube jetzt nicht mehr. Wie gesagt, wir könnten ansonsten, das wäre natürlich cool, wenn wir heute noch andere Dinge finden. Ja, ja, fühl den Baum. Vielleicht. Also ja. Möglicherweise. Wenn ich mehr. Dann mach das. Doch keinen Spaß mehr. Wäre ja die Kokosmilch ohne Barbot. Was hätte, es hätte auch was, wisst ihr, was auch was hätte, wenn wir es einfach jetzt so mega failen, diese Szene, und dann war es das so. Meine Frau und ich haben eine Sau adoptiert. Püriert schmeckt Haarmilch am besten. Zu Festen mästen wir sie. In Kästen kaufe ich Haarmilch und lager sie für nie. Brauch sie nicht, hab sie nur gern. Wärmt das Herz, so ein Schwein. Was könnte schöner sein? Und dann da wieder raufdrücken.
Und Stufe kommt wieder. Gleich. Kannst. Jetzt habe ich. Aber ich glaube, das wird zu heavy. Darfst du das? Ja, ich glaube schon. Was? Go. Ich glaube, der Zug ist im Bild. Literarisch gesehen. Bin ich eine Witzfigur? Jetzt warte mal ganz kurz, du hast so stehen geblieben, da habe ich auf Pause gedrückt. Okay, ja, das habe ich auch. Wo hast du auf Pause gedrückt? So? Das ist dann hier so. So. Okay, dann starten wir dann hier nochmal. Okay. Dann mach ich wieder zu. Ich glaube, ich habe zwischendurch immer mal wieder auf Pause also nicht jetzt gerade, sondern jetzt habe ich gerade ausgemacht und dann wieder angemacht und dann wieder ausgemacht. auch immer. Okay. Aber es ist alles drauf, oder was? Ja, ist alles drauf. Ich habe nur eine Aufnahme kurz extra gemacht, sozusagen. Und ich habe einfach gelacht. Da habe ich auf Pause gesagt. Tut mir leid. Warum nicht? Okay, so. Da kommen Leutchen. Egal, also hier sind wir ja nicht, oder? Was? Oder wir warten kurz. Warte, ich schau mal. Wie spät ist es? Wir könnten eine kurze Pause machen. Ich habe auch Kuchen dabei übrigens. Du hast Kuchen dabei? Oh, was ist das denn? Ja. Okay, stopp. Ich glaube, man sieht das rote Licht kaum. Okay. Also man sieht es schon, aber halt wirklich kaum. Würde ich sagen, ja, als nächstes kann ich rückwärts laufen, irgendwo stolpern und mich und hinfallen. Da, über das Dingens da. Was? Über das Holzdingens.
Musst du aufpassen, dass du nicht richtig doll hinfällst. Dann muss ich halt irgendwas mit den Dosen machen. Dann kriechst du weiter bis zu den Dosen. Dum, dum, dum. Und dann haust du die gegen die Stänge und machst Musik. Und dann schlage ich noch auf die Kamera ein. Oh ja, stimmt. Und dann bleib erstmal liegen, nachdem du ganz doll K.O. bist. Und dann komm ich so und hoff mich so neben dich und dann kommst du sich auf. Was willst du? Das muss ich nicht sagen, aber. Ich muss aufpassen, dass mein Schatten nicht drauf ist, okay? Alles gut. Oh, ich hab die ganze Zeit auf Aufnahme gehabt. Warum? Okay, und. Dann los. Du läufst vorbei. Nein! Jetzt los! Das gucken! Kinder, derbe, sie als Hoffnung und Absicherung unserer Zukunft. Nee, wir sind schon viel zu viele dumme Individuen, die sich vermehren möchten und nicht weiterdenken. Was reden Sie da nur für Zeugs? Ich denke realistisch und nicht optimistisch. Als hätte ich akuten Haarausfall. Oder ich eine Schusswunde unter meinem Haar. Die Blumen, die Videogames, die Liebe, die Mücken, im Staubsauger und Peace und Tod. Gesundheit. Ich bin Arzt. Alles Gute zum Weltuntergangstag. Viel Glück, viel Gesundheit.
Beste Wünsche. Ein Stachelschwein. Viel Cola. Und das große Glück. Nee, wie heißt das Ding? Und die große Liebe. All das, nicht? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hecke, ich habe schon so lange gewartet. Jetzt, langsam, wird es Zeit. Ich will nicht nur, dass du eine Freundin bist, ein Freund. Ich will, dass es für ewig ist. Bitte. Bitte sagen ja. Heirate mich. Lass mich hier ein. Lass mich allein. Lass mich nicht allein. Komische Sachen machen. Okay. Boah. Ich glaube, so viel Kontakt mit der Natur hatte ich noch niemand mehr. Und ich höre mich an wie aus einer Werbung. Lyrik im Dialog. Nochmal. Lyrik im Dialog. Dialog im Lyrik. Lyrik im Dialog. Der Emo-Mut zu laut des Nachts. Der Emo-Mut des zu lautes Lachen. Der Emo-Mut zu laut des Nachts. Der Emo-Mut zu laut des Nachts. Prolog. Ich bin fertig.